Reisen ist jetzt das Schlagwort. Es geht jetzt darum, dass es eine ganze Menge Leute gibt, die reisen auch quer durch die Weltgeschichte und verdienen damit richtig fett Cash und wollen davon dann noch nicht mal was an den Staat abgeben. Ich finde, das ist vom Kontrast zu Indie-Musikern jetzt ein super guter Vergleich. Und ihr könnt dann am Ende für euch einfach mal innerlich festhalten, wie ihr das moralisch so gegenüberstellen würdet. Ne? Wir kommen jetzt zu einem Video von Alicia Joe, das wurde erstmal weggestrikt, weil dort ein paar Reiseblogger sich nicht so sehr gern gesehen haben in diesem Video. Ich habe es noch nicht gesehen, es ist de facto eigentlich schon eine Weile online, aber eigentlich auch nicht, weil es war ja weggestrikt. So, und sie hat heute noch einmal nachgetreten, was ich sehr gut verstehen kann. Ich würde da auch absolut keinen Spaß verstehen. Rein da. Reiseblogger, wahrscheinlich kennt ihr sie. Sie bereisen die schönsten... Es ist typisch, dass ich nach 2 Sekunden schon wieder reingehe, aber ich musste kurz das Video anhalten. Es ist tatsächlich wahnsinnig faszinierend, dass es diesen Typus Influencer immer noch gibt. Als Instagram ganz neu war und YouTube gerade irgendwie so im Jahr 2016, 17, da gab es so eine riesige Welle und man hat sich so gedacht, das machen alle, das haben jetzt alle gesehen... Der Hype ist durch, aber irgendwie habe ich meine Wahrnehmung vermutlich in einen anderen Teil des Internets bewegt und währenddessen ist dieser ganze Bereich weiter gewachsen. Orte der Welt begleiten auf Instagram ihr Leben im Van oder im Segelboot und predigen stets Positivität, Achtsamkeit oder gar nachhaltigen Konsum auf ihren Kanälen. Ach, was ist das? Das provoziert mich schon wieder. Was ist für eine schöne, heile Welt, in die mich Accounts wie Live2Go, Jill Eileen, Elena und Ben oder Nest and Nomad regelmäßig eintauchen lassen. Und jedes Mal, wenn ich mir die spirituellen Zitate oder Weisheiten von Sol and Pepper oder Jesse and Marcus anschaue, dann bekomme auch ich langsam das Gefühl, ja, ihr seid genauso wie ich. Nur ihr träumt nicht euer Leben. Ihr lebt eure Träume. Und wenn ich nur ganz fest daran glaube, dann kann auch ich irgendwann entspannt mein Boho-Travel-Leben so genießen wie ihr. Denn jeder kann es schaffen, oder? Moment mal. Wie macht ihr das eigentlich? Also ich meine, 100.000 Instagram-Follower ist jetzt nicht so unendlich viel. Das frage ich mich tatsächlich auch immer, ne? Wie überhaupt von Instagram leben, wenn du ein normaler Influencer bist, so unter 1 Million, sage ich mal, ist schwierig. Und Reisen, einen eigenen Van oder eine Hütte in Schweden, muss man sich in diesen Zeiten auch erstmal leisten können. Manchmal prahlen sogar Accounts, denen nur um die 30.000 Abonnenten folgen, davon, dass sie sich ihr Travel-Leben von ihren Instagram-Einnahmen finanzieren und dass das ja quasi jeder schaffen kann. Raus aus dem Hamsterrad. Das ist quasi die Boho-Variante von diesen ganzen Crypto-Bros, oder? Das ist im Endeffekt eine Gilde von Scammern, die diesen Fake-It-Till-You-Make-It-Lifestyle leben, würde ich jetzt mal behaupten. Vermuten. Ich behaupte das nicht. Vermute das. Ich bin ja hier zu lernen. Was sie dabei meistens nicht erzählen, ist, warum sie sich das Leben als Travel-Blogger mutmaßlich schon mit etwas niedrigeren Einkünften gut leisten können. Denn obwohl sie nach außen so verträumt, so nahbar und manchmal gar verpeilt wirken, nutzen all diese Blogger... Ich hasse dieses Schaut uns an, wir sind so ein super verliebtes, glückliches Pärchen. Scheiß. Ich hasse es. Ich reise ja nun doch ab und an mal auch ein bisschen rum, zumindest in Europa. Und man sieht sie dann halt immer irgendwo diese ganze Art so zusammenfaken. Du stehst an diesen Ausblicken und diesen Travel-Spots, sage ich mal, und dann siehst du dann, wie die eine Stunde lang versuchen, irgendwie eine Perspektive hinzubekommen, die besonders geil ist und faken ihr Lachen und ihr Posieren und so weiter und so fort. Und das ist alles so, so unangenehm. Und ich weiß, wie man sich in der Situation fühlt, weil wenn ich irgendwo reise, will ich ja zumindest auch ein schönes Bild, wenn es auch nur für mich ist, machen. Aber es ist halt alles fake. Ich weiß, okay, in einem Jahr erinnere ich mich nicht mehr dran, wie ätzend die Situation war, dann geht's. Aber wenn dein Lifestyle daraus besteht, von A nach B zu fahren,
das alles zu faken, nach außen so eine toxische Positivität zu verbreiten. Ah, ich würd ausrasten. Ich glaube, ich würde echt Depressionen bekommen. Blogger, die ich euch gerade genannt habe, vermutlich ausgeklügelte Offshore-Firmenkonstrukte, um ihre Einnahmen zu maximieren. Wie man so ein Politiker, habe ich gehört. Es schafft, als Reiseinfluencer keine Steuern zu zahlen, ohne wie diese Loser von Harrisons oder Simon Desius in Dubai festzustecken. Und was das alles mit diesem süßen Häuschen in Florida zu tun hat, das erfahrt ihr in diesem Video. Aber beginnen wir von vorne. Ihr habt es wahrscheinlich schon oft gehört oder am eigenen Leib erfahren. Wer in Deutschland lebt und arbeitet, der zahlt auch meist eine saftige Portion Steuern an Papa Staat. Ob das jetzt als Angestellter ist, da geht das Geld meistens, bevor man es aufs Konto bekommt, schon ab. Oder als selbstständige Person, die ihre Steuern meist quartalsweise oder jährlich verrichtet. Aber auch bei so ganz einfachen Sachen wie dem Kauf von Lebensmitteln. Egal ob Mehrwertsteuer, Gewerbesteuer, Einkommenssteuer, Körperschaftssteuer, Soli oder gar Kirchensteuer. Deutschland nutzt viele Möglichkeiten, um seine Bürger vom Ballast des hart verdienten Geldes zu befreien. Nun ja, das klingt jetzt für die Einzelperson erstmal negativ, garantiert uns aber sehr viele Dinge, die wir in einer funktionierenden Gesellschaft brauchen und schätzen. Sei es ein wütender Alex fotobombt die schönen Aufnahmen von Influencern. Ja, genau so müsst ihr euch das vorstellen. Stellt euch einen wunderschönen Sonnenuntergang vor, irgendwo an einem Strand. Die versuchen ein Bild aufzunehmen und ich stapfe einfach wütend und grummelt immer wieder durch. Einfach durch das, einfach so, um zu verhindern, dass das Bild entsteht. Das versaut es mir natürlich auch aus, ist egal, es geht nur darum, diesen Moment zu zerstören, den es gar nicht gibt, weil sie ihn ja nur faken. Das ist der Verkehr, die digitale Infrastruktur, kostenlose Bildung, unser soziales Auffangnetz oder Zuschüsse zur Rente. Für all das. Tja, wenn man jetzt noch dieses ganze Geld effektiv verwenden würde, das dort ankommen würde, wo es ankommen soll, dann würde das alles gar nicht so schlimm wehtun. Wenn man vielleicht auch irgendwas davon hätte als Selbstständiger, dass das alles so funktioniert und nicht der Fußabtreter der kompletten Nation wäre, dann wäre das alles so prima. Aber tagtäglich sehen wir, wie es einfach vergeudet wird. Und dann gibt es noch die FDP und naja. Das werden unsere Steuern nach bestem Wissen und Gewissen ausgegeben. Gut. Manchmal passiert auch sowas wie mit den Betrugsfällen in Corona-Testzentren, wo dem Staat schätzungsweise. Warum machst du das jetzt? Alicia, ich bin emotional gerade nicht in der Lage, das zu verkraften. Milliarde Euro an nicht erbrachten Tests in Rechnung gestellt wurde, die dieser dann schön von unseren Steuern an die ganzen Testzentrenbetreiber überwiesen hat. Aber es ist ja wirklich Meckern auf hohem Niveau. Ich meine, Milliarde Euro, was ist das schon? Spaß beiseite, über die Höhe von Steuern und den Sinn dieser lässt sich zweifelsohne debattieren. Ich glaube, ich könnte 10 Videos zu diesem Thema machen und hätte immer noch nicht alles gesagt. Was mich allerdings am meisten an dieser Thematik nervt, Matt Gamer, ich höre ihn so aus der Distanz schreien, Scheuer! Und einfache Angestellte, sowie viele kleinere Unternehmer, brav und ohne viel drüber nachzudenken, ihre Steuererklärung machen, schaffen es die mit viel Vermögen und oder guten Beratern massiv zu sparen. Und das oft sogar auf absolut legale Art und Weise. Ja, es ist tatsächlich, also ich habe gerade die exakten Zahlen nicht im Kopf, aber je größer dein Vermögen ist, desto weniger zahlst du am Ende tatsächlich Steuern in Deutschland. Also rein statistisch, jetzt nicht so, dass das gesetzlich so vorgesehen ist, aber es ist das, was am Ende tatsächlich so ist. Ich habe da so eine Statistik im Kopf gehabt und da war es dann so, dass die Allerreichsten der Reichen dann am Ende nur noch 35% im Schnitt gezahlt haben. Egal. Und deshalb gebe ich euch in diesem Video allein wegen Holdings und so einem Zeug, ganz genau. Ne? Zumindest mal das Wissen darüber, wie deutsche Reiseblogger allem Anschein nach den deutschen Fiskus umgehen. Dazu habe ich einen echten Experten auf diesem Gebiet für ein Interview gewinnen können. Professor Dr. Christoph Jun ist ebenfalls hier auf YouTube aktiv. Er ist Steuerberater und brennt wirklich für das Thema, wie man wo am besten Steuern sparen kann. Im ersten Teil des Interviews besprechen wir kurz, wann man in welchem Land überhaupt Steuern... Alex, da bist du wohl noch nicht reich genug. Ich habe heute erst einen Artikel in der Zeit oder in der FAZ, ich bin mir gerade nicht so ganz sicher, zum Aufstehen. Ich lese solche Artikel immer zum Aufstehen. Einen Artikel darüber gelesen, dass es so gut wie unmöglich ist, aus eigener Arbeit in Deutschland noch reich zu werden. Es ist so gut wie unmöglich, egal was du machst. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ne? Vermögens- versus Einkommenssteuer. Was ist das größere Problem? Zahlen muss oder eben nicht. Danach kommen wir aber nochmal zurück in dieses Video-Setting und werden uns auf eine kleine Detektivjagd begeben, was denn unsere Reiseblogger
da so fabrizieren. Aber hört erstmal zu, ich fand schon diesen ersten Teil extrem spannend. Ja, also es soll ja jetzt hauptsächlich um Reiseblogger gehen. Mich würde aber erstmal interessieren, wie ist es überhaupt, wann zahlt man überhaupt in einem Land Steuern? Ja, das ist in vielen Ländern sehr, sehr, sehr ähnlich. Hier in Deutschland musst du dann Steuern zahlen, wenn du entweder hier einen Wohnsitz hast. Das geht nicht darum, wo du gemeldet bist. Das ist zwar auch ein Wohnsitz, aber wir Steuerrechtler schauen dann darauf, wo hast du eine Wohnung mit einem Schlüssel, also wo fühlst du dich zu Hause. Wenn du den in Deutschland hast, musst du Steuern zahlen. Außerdem musst du in Deutschland Steuern zahlen, wenn du hier deinen sogenannten gewöhnlichen Aufenthalt hast. Also stell dir vor, du hast keinen Wohnsitz, aber du bist für gewöhnlich immer hier. In der Regel ist beides ab. Boah, ich habe jetzt gedacht, die beißt in eine Leber. Oh Gott. Das Thema Steuern regt mich so auf, ich sehe hier nur Horrorbilder. Ich sehe hier nur Horror. Aber immer identisch. Ich bin für gewöhnlich in Bonn, weil ich da wohne. Dort bin ich auf der Couch. Das tut mir echt leid für dich. Das wird bei den meisten deiner Zuschauer genauso sein. Und damit ist Wohnsitz und gewünschter Aufenthalt das Gleiche. Es gibt dann auch andere Länder, zum Beispiel Amerika. Drittens, die knüpfen an die Staatsbürgerschaft an, wenn du Amerika... Übrigens bezahlt man in Florida keine Einkommensteuer. Da wohnt übrigens President, Ex-President and soon-to-be-President Donald Trump. Nee, er ist ja noch Präsident. Seine Follower sagen ja, die andere... Wahl war ja gestohlen, deswegen ist er für sie ja immer noch Präsident. Wenn du kein Staatsbürger bist, musst du in den USA Steuern zahlen, egal wo du auf der Welt deinen gewünschten Aufenthalt oder einen Wohnsitz hast. Also wenn du keine Steuern zahlen willst, solltest du versuchen, zunächst alle diese drei Punkte zu vermeiden. Okay, ja genau, das wäre nämlich auch meine nächste Frage. Wie kann ich aktiv Steuern vermeiden? Wie sieht das denn bei den Reisebloggern aus? Also nehmen wir an, ich möchte jetzt Reiseblogger werden und am liebsten nirgendwo... Nee, Steuern sparen. Scheiß auf Reisebloggen. Einfach nur Steuern sparen. Irgendwo Steuern zahlen. Was muss ich denn dann konkret machen oder beachten? Ja, das ist bei Reisebloggern eigentlich relativ einfach. Viel einfacher wie bei großen Unternehmen. Weil große Unternehmen haben irgendwo Fabrikgebäude, die haben da rund 100 Mitarbeiter. Also ich finde, wenn man bedenkt, wie effizient riesige Unternehmen gar keine Steuern zahlen, scheint es auch nicht so schwer zu sein für die. Das Problem ist, dass die meisten sinnvollen Konstrukte eine ziemlich hohe also es kostet erstmal sehr viel, gewisse Strukturen umzusetzen. Wenn man aber über, sag mal, so ein Handling von mehreren hunderttausend Euro im Jahr hinwegkommt, dass man das für solche Strukturen ausgeben kann, dann ist es easy. Dann ist es gar kein Problem, wenn man dann sozusagen die entsprechenden Steuern dann spart für dieses Invest. Ne? Dann muss halt das Geld, was da fließt, eben entsprechend hoch sein. Ne? Und zwischen man verdient irgendwas und man verdient einfach ultra viel, ist halt ein sehr weites Feld, in dem wir uns als normale Menschen alle befinden. Deswegen sind wir gebunden und können das nicht so leicht verlegen. Bei einem Reiseblogger ist das so, er ist ja in der Regel komplett alleine, wie das Wort schon sagt, er reist und er ist immer in unterschiedlichen Ländern. Und da stellt sich jetzt die Frage, hat er in einem Land einen Wohnsitz für mehr als 6 Monate in der Regel? Nee, Hotelzimmer für 2 Wochen. Ist er dort für gewöhnlich? Nee, für gewöhnlich ist er dort nicht, weil für gewöhnlich ist er in 3 Wochen wieder woanders. Hat er von dem Land die Staatsbürgerschaft? Nein, das hat er auch nicht. Und so ist es in der Regel so, dass er in keinem dieser Länder sogenannt unbeschränkt einkommensteuerpflichtig wird. Es mag jetzt noch ganz besondere Länder geben, die noch eine 4. oder 5. Voraussetzung haben, das war die Seltenheit. Also, aber in den meisten Ländern wird er damit nicht unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sein. Damit hätten wir die unbeschränkte Einkommensteuerpflicht erledigt. Das ist schon mal das Allerwichtigste. Das ist relativ einfach bei so einem Reiseblogger. Ja, ihr müsst euch vorstellen, für einen Reiseblogger trifft das wie die Faust aufs Auge. Und es gibt andere Mandanten, die sitzen vor mir und sagen, ich möchte gerne die Steuerlast reduzieren, was muss ich tun? Dann sage ich, ja, du musst deine 3 Kinder nehmen, dein Einfamilienhaus nehmen, deine 100 Mitarbeiter in der Fabrikhalle nehmen und die ins Ausland packen und die alle paar Wochen weiter verlagern. Da schlagen die Hände über den Kopf zusammen. Und dieses glückliche Ereignis, dass das geht, das hat der Reiseblogger automatisch. Ja, das heißt, bloß nicht länger als 6 Monate in einem Land aufhalten, dann ist es schon mal deutlich einfacher, die Steuerlast oder die Besteuerung in... Aber das halte ich für sehr schwierig. Kannst du das einfach so machen, dass du jetzt in Deutschland sagst, ich bin jetzt übrigens weg und 6 Monate später zahlst du keine Steuern mehr, hä? Diesem Land zu vermeiden. Was erzählt mir mein Steuerberater? Warum bin ich noch hier? Warum habe ich ein scheiß Studio gebaut? Ich hätte mir ein Boot bauen sollen. Meine Güte, von dem ich die ganze Zeit auf dem Bodensee hin und her fahre. Von der deutschen Seite zur österreichischen, zur schweizerischen Seite. Einfach immer im Kreis fahren. Auch wahrscheinlich dann in Deutschland auch keine Schlüssel mehr haben zu einer Wohnung. Ja, das ist ganz wichtig. Man darf keine Schlüsselgewalt, also ein Schlüssel zu einer Wohnung, da gibt es auch prominente Beispiele, wo jemand gesagt hat, nee, ein VIP, nee, in München, da schlafe ich immer nur bei meiner Freundin und die hat mir keinen Schlüssel gegeben.
Aber wenn die einem einen Schlüssel gibt, das muss kein Mietvertrag sein. Es reicht der Schlüssel zur Wohnung der Mutter, des Vaters, der Ehefrau oder der Freundin. Und dann habe ich dort einen Schlüssel geweiht. Und das gilt als steuerlicher Wohnsitz, auch wenn ich dort gar nicht gemeldet bin. Das eine, melderechtlich, hat mit dem Steuerrechtlichen nichts zu tun. Okay. So, sagen wir mal, ihr wandert aus und ihr beachtet all diese Sachen, dass ihr zum Beispiel keinen gewöhnlichen Aufenthalt mehr in Deutschland habt. Meiner Meinung nach ist es dann auch erstmal völlig okay, keine Steuern mehr in Deutschland zu zahlen. Denn ihr nutzt ja dann viele Dinge nicht mehr, die von Steuergeldern finanziert werden. Okay, ihr habt vielleicht früher das Schulsystem genutzt und ihr werdet auch bei Katastrophen... Ja, also ja, das Schulsystem, lasst uns nicht darüber sprechen. ...ofen im Ausland immer noch gerettet, sofern ihr deutscher Staatsbürger seid. Und naja, ich werde maximal wegen meiner Auslandskrankenversicherung vom ADAC Plus Mitgliedschaft. Und wenn ihr irgendwann zurückkommt, die schleppen mich ja so nach Hause. Und pleite seid, werdet ihr auch vom deutschen Sozialsystem aufgefangen, in das ihr jahrelang nicht eingezahlt habt. Aber ansonsten habt ihr ja nicht mehr wirklich viel mit diesem Land zu tun. Außerdem zahlt ihr ja dann in einem anderen Land Steuern. Und wenn sie krank werden, kriechen sie wieder zurück. Ja, ja. Indem ihr dann von der Infrastruktur und Co. profitiert. Das ist ja alles total cool und fein. Und das sieht auch der deutsche Staat so. Was der deutsche Staat allerdings gar nicht cool findet, ist, wenn ihr wegzieht, um nirgendwo mehr irgendwelche Steuern zu zahlen. Na, was ist das hier, Leute? Kleine Quizfrage in die Runde. Was ist das? Ist das ein Brathähnchen? Oder ist das B, eine zweigeteilte Insel? Sehr gut. Vor allem, wenn ihr noch wesentliche wirtschaftliche Interessen in Deutschland habt. Um solche steuerlich motivierten Wegzüge zu vermeiden, zum Beispiel in Niedrigsteuerländer, aber auch in eine Weltreise, wo man dann nirgendwo mehr theoretisch Steuern zahlen muss, gibt es daher die erweiterte beschränkte Steuerpflicht. Ich zitiere mal wohnsitzausland.com. Was es für weirde Seiten gibt, ey. Personen, die von Deutschland in ein sogenanntes Niedrigsteuerland umziehen, zahlen für 10 Jahre mehr Steuern auf viele deutsche Einkünfte und müssen außerdem dem deutschen Finanzamt ihre weltweiten Einkünfte melden. Das ist nicht schön und sollte tunlichst vermeidet diese Punkte, wenn ihr Steuerflucht betreiben wollt. Ihr solltet das tunlichst vermeiden, denen zu sagen, was ihr tatsächlich verdient. Vermieden werden. Ja, Mann, gar nicht schön. So, sagen wir mal, ich wäre Travelblogger und ich möchte weiterhin mit deutschen Firmen kooperieren, hier in Deutschland vielleicht sogar Produkte rausbringen und an eine deutsche Zielgruppe verkaufen. Aber ich will keine Steuern zahlen. Was mache ich denn jetzt? Schauen wir doch einfach mal, wie es die Boho-Positivitäts-Dukan... Nicht Body Positivity, sondern Boho Positivity. Du kannst alles schaffen, wenn du nur daran glaubst, Blogger im Netz möglicherweise machen. Also, wenn ich bei unseren Schwedenschwärmern Jesse und Markus ins Impressum schaue, dann finde ich da nur eine Briefkastenfirma in Stuttgart. Die gleiche Briefkastenfirma nutzen übrigens auch ihre Freunde Fabienne und Dennis vom Kanal was? Nest and Nomad, sowie ihre Kollegen Ach was? Juli und Moritz vom Kanal Sol and Pepper. Antreffen kann ich sie an diesem Briefkasten vermutlich nicht. Denn sie sind wahrscheinlich eh gerade viel zu beschäftigt damit, das 10.000. Foto von ihrem Kind ins Netz zu schicken. Das ist übrigens eine nicht markierte Werbung. Oder, Moment, nee, das Kind heißt Solly? Heißt jetzt die Firma Solly oder das Kind? Nee, es ist von Engel. Nee, was? Dieser Text macht mich wahnsinnig. Also, es ist trotzdem Werbung. Egal. Ben. Naja, hilft mir erstmal nicht weiter. Schaue ich mal bei ihren Bloggerkollegen Elena und Ben, die gerade die Welt mit ihrem Segelboot bereisen. Was haben die denn für ein fettes Segelboot? Die halten es ähnlich. Sie haben in ihrem Impressum eine GmbH verlinkt, die ebenfalls in Deutschland zu finden ist. Die erste Person, bei der ich fündig werde, ist die Kölner Reisebloggerin Jill Eileen. Sie verweist ihre knapp 300.000 Follower auf Instagram in ihrem Impressum auf eine Firma in Florida. Ich wollte nur mal ganz kurz sagen, weil ich das gerade gesehen habe. 300.000 Follower und dann 2.000 Likes pro Bild ist ein so katastrophales Erlebnis, dass es für mich den Anschein hat, als ob da viel gekauft worden ist. Also wird das auch noch eine Scam-Geschichte auf einer anderen Ebene sein, aber... Das nochmal ein anderer Punkt. Wieder. Bei Jill Eileen LLC, 2880 W, Oakland Park Boulevard, Suite 225 C, Oakland Park 33311, Florida. Das ist nochmal, wie gesagt, das ist der Staat, wo man keine Einkommenssteuer zahlt, ne? USA. Aha.
Und das, obwohl sie sich ja gerade in den Niederlanden aufhält. Und davor war sie in Namibia, Kroatien, Spanien, Finnland oder Mexiko. Wie kommt denn die da drauf, eine eigene Firma in Florida zu gründen? Aber ich habe ja die Adresse. Ich gucke mir das einfach mal bei Google Maps an. Okay, so sieht das hier aus. Ja, aber Moment mal, da sind ja noch ganz viele andere Firmen auf das gleiche Gebäude angemeldet. Wartet, ich habe eine andere Idee. Lasst uns doch einfach mal bei sunbiz.org vorbeischauen. Das ist so eine Art Handelsregister des Staates bzw. Bundesstaates Florida. Wenn ich hier die genaue Adresse eingebe, ich habe ja sogar die Nummer des... Oh, da hatte Alicia richtig Bock. Also richtig Bock, den ans Bein zu pissen. ...des Apartments, in dem Jill Eileens Firma gemeldet ist, dann müsste ich doch eigentlich mehr Details zu ihrem Unternehmen finden. Schauen wir doch einfach mal, was die Suche ergibt. Ha? Was ist das denn? Das sind alles Firmen, die auf das gleiche Apartment gemeldet sind? Nicht mal auf das Haus, sondern auf das gleiche Zimmer? Fast 100 Stück? Hier, wir können sie mal durchgehen. Libero Office LLC, Lass die Sonne rein LLC, LAAE Studios LLC, JHR Ventures LLC, Jesse and Markus LLC. Moment mal. Ist das? Ja, das sind meine Schwedenblogger, Jesse und Markus. Wie, die haben auch eine aktive Florida-Firma in der gleichen Location? Und was ist das hier? Das ist bestimmt eine Location, die einem von so einem Blogger empfohlen worden ist. Hier, meldet doch da eure Firma an. Und die sind alle von dieser einen Quelle dann geinfluenced worden. Ja? Nest and Nomad, auch in Suite 225C. Und die Salt & Pepper LLC ist da auch gemeldet? Mann, ey, diese Suite muss ja überfüllt sein mit deutschen Reisebloggern. Übrigens auch Elena und Ben sowie die Two-Mans haben eine Firma im sonnigen Florida. Zufälle gibt's. Lediglich ein Reisebloggerpaar, welches ich lustigerweise auch damals schon für mein Buch genauer unter die Lupe genommen habe, hat sich ganz offen für was anderes entschieden. Live2Go haben in ihrem Impressum die Live2Go Travel Lifestyle LP. Was ist denn eine LP? Hä? In Kanada verlinkt. Und zu den Kanada-LPs findet man tatsächlich sehr viel im Netz. Der digitale Nomade Dennis Spieß beschreibt dieses Firmenkonstrukt als, ich zitiere, die goldene eierlegende Wollmilchsau unter den Offshore-Firmenkonstrukten. Wow, da habe ich jetzt gerade noch was Neues gelernt und ich dachte schon, ich habe von allem schon was gehört. Ich zitiere mal weiter. Unternehmenssteuern nerven dich, du hast keinen Bock mehr auf den ganzen Papierkram, die Buchhaltung willst du, wenn überhaupt, nur noch für deinen eigenen Durchblick machen? Ach, man wird ja noch träumen dürfen. Außer im Takatuka-Land oder Dubiosistan wird es eine solche Unternehmensform nicht geben, die das ermöglicht. Aber was, wenn doch? Ja, im Folgenden wird dann beschrieben, wie man die Kanada LLP nutzt und wie wenig hellhörig deutsche Firmen oder das deutsche Finanzamt werden, wenn man eine Firma im seriösen Kanada angibt. Und ich würde da zur Not doch einfach hinziehen. Ja, es ist Kanada, also man könnte es schlechter haben. Welche Vorteile es noch bringt, ein solches Offshore-Konstrukt zu nutzen? Da wird zum Beispiel auf praktische Dinge beim Reisen eingegangen. Da du als echter Nomade ja keinen Wohnsitz hast, solltest du wenigstens eine Firma haben. Diese nutzt du dann einfach als Vehikel für Anmeldungen bei diversen Dienstleistern. Denn ein CEO of an international company mit der Firmenkreditkarte... Kanada hat keine Burgen, das stimmt. Kreditkarte. Aber es kann ja nicht sein, dass ich nur Steuern zahle, damit ich ab und zu meine Burg besuchen kann. Hat es beim Mietwagenverleih eben deutlich leichter als ein obdachloser Backpacker. Und wenn du irgendwo kein Touri-Visum bekommst, dann probier stattdessen mal als Geschäftsmann mit Business-Visum. Die eigene Firma macht's möglich. Aber auch rechtlich werden hier schöne Hinweise gegeben. Im Übrigen machen sich Abmahnanwälte auch selten die Mühe, dich in Kanada zu verklagen. Dies passt nicht in ihr sehr effizientes und optimiertes Massenabmahnen. Kanada fällt eben aus dem Schema. Wenn du also nicht gerade etwas Furchtbares angestellt hast, wirst du deine Ruhe von solchen nervigen Gaunern haben. Kannst du ja von den ersparten Steuern eine eigene Burg in Kanada bauen. Damit ich auch im Nachhinein nicht mehr vom Finanzamt belästigt werden kann, ich ziehe da einfach meine Zugbrücke hoch. Ha! Das klingt wirklich nach einem ganz fantastischen Plan. Dementsprechend kannst du dann noch einige Sachen angehen. Deine Firma ist die letzte, die verklagt wird. Nenn die Subs hier in Burgensteuer um. Wir müssen die Subs in Zehnt umbenennen, dass der Zehnt entrichtet werden muss. Ich muss sowieso mal einen Sub-Counter hier irgendwie hinzufügen. Ich glaube, das sollte ich mal machen, damit ihr seht, wie armselig ich hier von euch behandelt werde, ja? Ich, euer armer Feudalherr, der sich keinen einzigen Stein seiner zukünftigen Burg leisten kann. Da sind eine ganze Reihe deutscher Unternehmen dran. DSGVO lässt grüßen. Natürlich solltest du dich immer an alle Gesetze halten. Ja, ich armer Kerl, ganz genau. Es wird nur eine Blockhausburg. Dieser Blogartikel.
Ich kann nicht mehr. Ich wollte neben Dennis Spieß auch nochmal eine etwas seriösere Meinung zu solchen... Dreh den doch mal um den Spieß. ...solchen Offshore-Firmen in den USA und in Kanada haben und habe deshalb auch mal Professor Dr. Yoon in unserem Interview dazu befragt. Auch er geht gleich kurz nochmal auf die von mir eben erklärte erweitert beschränkte Steuerpflicht in Deutschland ein. Jetzt hört ihr es also auch nochmal von einem Fachmann. Ja, und jetzt kommt eine gemeine Regelung. Guck mal, Tiny Tacos ist die einzige Person, die mir hier einen kleinen Prime-Sub hinwirft, ne? Prime is not a crime, habe ich gehört. Die ist ein bisschen komplizierter. Ich werde immer vergessen von euch. ...vom deutschen Gesetzgeber. Der deutsche Gesetzgeber hat gesagt, wir akzeptieren es, dass Leute aus deutsche Staatsbürger aus Deutschland auswandern, die hier 10 Jahre lang oder länger gewohnt haben, das sind die meisten von uns, die hier zuhören, und dann in ein Land gehen, wo sie Steuern zahlen. Das ist okay. Wir akzeptieren es aber nicht, dass die Personen in ein Land ziehen, wo es gar keine Steuern gibt. Der Adel jammert schon wieder. Puh. Oder auswandern und in keinem Land wohnen. Das ist ja genau unser Fall. Unser Reiseblogger wohnt ja in keinem Land. Der ist ja immer woanders. Und das will der deutsche Gesetzgeber nicht akzeptieren. Und der sagt jetzt, dann musst du für gewisse Einkünfte doch noch 10 Jahre lang in Deutschland Steuern zahlen. Und das ist eigentlich die Vollkatastrophe. Das ist genau das, was wir nicht wollen. Und deswegen gehen jetzt viele hin, die halt in 10 Jahren hier aufgewachsen sind, also deswegen 10 Jahre in Deutschland steuerpflichtig waren und jetzt ausgewandert sind und jede Woche oder jeden Monat irgendwo anders sind und müssen, das ist jetzt deutlich komplizierter, doch irgendwo eine Steuerpflicht begründen. Und das machen sie über eine sogenannte Limited Liability Partnership, also LLP. Ach so, also sie sind dann steuerpflichtig woanders, weil sie da eine Briefkastenfirma haben. Das geht aber nur, weil sie de facto nirgendwo mehr gemeldet sind. LLP oder nur Limited Partnership. Und da gibt es verschiedene Länder. Es gibt zum Beispiel Amerika, also USA. In den USA wird man dann eine Delaware LLP gründen. Man kann aber auch in Kanada eine LLP gründen. Das macht man in der Regel so, dass man dort diese LLP gründet. Die ist teilweise sehr günstig. Die gibt es da für 50, 60 Dollar Gründungskosten. Und dann darfst du aber auch in dem Land, sei es Delaware, also in den USA oder in Kanada, keine Büroräume haben, sondern die Büroräume sollte man dann wiederum in einem Land haben, wo die Steuer auf Null ist. Das macht man dann komischerweise, so komisch sich anhört, häufig auch in Panama, damit, das ist jetzt leider das wiederum steuerlich sehr kompliziert, damit man in einem Hochsteuerland eine Geschäftsadresse hat, die Steuerlast. Ja, damit der deutsche Staat nicht merkt, oh, die begehen da ja nur Steuerflucht. Nee, nee, mein Guter, wir sind eigentlich in Kanada. Ja, wo zahlt ihr Steuern? Aber nicht in diesem Hochsteuerland zahlt, sondern dort, wo du die Geschäftsadresse hast, zum Beispiel Panama, und dort ist die wieder null. Das ist ein kompliziertes Konstrukt, was aber in der Praxis funktioniert, um die Steuer oder die Besteuerung in Deutschland 10 Jahre danach zu vermeiden, weil jetzt kommt dir die Frage, bist du in einem Land ansässig, was eine niedrige Steuer hast? Oder bist du in keinem Land ansässig für diesen blöden Paragraphen, den wir im Steuergesetz haben? Und dann ist deine Antwort, nee, das greift beides nicht, weil ich habe in einem Hochsteuerland eine Gesellschaft, die eine Betriebsstätte in Panama hat und dort werden die Gewinne zum dortigen... Wieso gibt es da nicht einfach eine Arschlochsteuer, wo du dann einfach nochmal 10% mehr bezahlen musst, wenn du so ein Konstrukt hast? Steuersatz mit 0% versteuert. Und damit würde man diesen gemeinen Paragraphen umgehen. Und alle, die den Paragraphen kennen, müssen deswegen oder gehen deswegen diesen Umweg leider. Ja. Kurzer Einschub von mir an der Stelle. Vielleicht habt ihr im Interview jetzt gemerkt, dass wir bisher nur über die Kanada-LP und die Delaware-LP als das Pendant in den USA dazu gesprochen haben. Das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass... Delaware ist auch total krass. Das ist eine übelste Steueroase geworden in den letzten Jahrzehnten. Jahren? Jahrzehnten? Jahrzehnten, glaube ich. Zum Zeitpunkt des Interviews noch gar nicht wusste, dass sich in Florida ein ganzes Nest an deutschen Reisebloggern befindet, die Florida LLC nutzen. Die Florida LLC funktioniert aber sehr ähnlich, zumindest was das Outcome angeht. Christoph Heuermann, der Gründer von Staatenlos, erklärt in diesem Video hier beispielsweise, dass LLCs sehr gut geeignet sind, um weltweit abzurechnen, und bei Kunden würde es auch einen sehr guten Eindruck machen, wenn die Geschäftsadresse in Miami ist, da die USA ein sehr reputables Land ist. Weil jeder einfach voll Miami Vice-Fan ist, deswegen. Wobei, klingt das nicht schon wieder nach Verbrechen? Nein. Florida als Bundesstaat sei außerdem ideal, weil es eben noch nicht so eine etwas schlechtere Reputation wie Delaware mit der Delaware LP hat. Einen weiteren interessanten Punkt, den er im Video nennt, will ich euch auch nicht vorenthalten, da der auch mich persönlich sehr... Weil die reputabel finde ich halt auch sehr interessant, weil was kommen für Headlines aus den Vereinigten Staaten bei uns an? Florida Man, der irgendwas Verrücktes tut.
tut. Ja, Florida, absolut, absolut reputabel, absolut. Überrascht hat. Laut Heuermann ist die USA mittlerweile die größte Steueroase der Welt. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig zu sagen. Es kommt auch sehr stark darauf an, wie man das Wort Steueroase definiert. Aber Heuermann sagt, dass die USA bewusst Steueroasen-Wettbewerber, wie zum Beispiel jene in der Karibik, bewusst aus dem Markt drängt. Dass die... Wie bei allem, wie die USA halt immer vorgeht. Die USA bzw. einige Bundesstaaten in den USA wirklich krasse Steueroasen sind, bestätigen auch einige Zeitungsartikel zu diesem Thema. Ich will da jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen, weil ich diesbezüglich jetzt nicht komplett im Thema bin. Aber ihr habt es jetzt zumindest mal gehört. Vielleicht hat ja auch jemand von euch Zuschauern mehr Ahnung. Ich würde mich sehr über Kommentare in diese Richtung freuen. Eins ist aber klar, die Florida LLC bietet ein sehr ähnliches Modell, um Steuern zu sparen, wie die Delaware LP oder die Kanada LP. Zurück zum Interview. Ich zitiere dir mal was ich nämlich gelesen habe bei meiner Recherche zum Thema Kanada LP oder LLP und würde mal gerne deine Meinung dazu wissen. Und zwar stand da Offshore trotzdem reputabel. Deutsche Kunden sollten keine Probleme mit Rechnung von einer Kanada LLP haben. Das deutsche Finanzamt ist hier nicht kritisch. Auch wenn es ähnlich klingt, Kanada ist schließlich nicht Panama. Hast du dazu eine Meinung? Also denkst du, es könnte bei so einem Konstrukt irgendwie zukünftig Probleme mit dem Finanzamt geben, wenn das Finanzamt da irgendwie mehr drauf aufmerksam wird? Genau, man spricht hier zwei Punkte an. Der eine Punkt ist, du schreibst mit dieser Kanada LLP und mit dieser Kanada-Adresse eine Rechnung zum deutschen Kunden, der dir diesen Schokoriegel finanziert, ja, oder die Werbung für den Schokoriegel finanziert. Der Kunde will natürlich am liebsten eine schöne Rechnung haben von einer Kanada LLP, das ist bei dem viel mehr akzeptiert, und überweist dann gerne auf ein deutsches oder kanadisches Konto, wie das du gerade schreibst. Ich bin in Bangkok in der Muster Street Nummer, hast du nicht gehört. Das ist bei dem auch ein bisschen unseriös bei deinem deutschen Kunden, wenn du so eine Rechnung schreiben würdest. Das heißt, hierfür ist das auf jeden Fall sehr gut. Also ähnlich wie Zypern, ne? Für den zweiten Punkt, um diesen blöden deutschen Paragraphen, der danach noch 10 Jahre weiter besteuert, um den zu vermeiden, funktioniert das vom Grundsatz her auch. Wenn du das mit einer Delaware, also mit einer US-amerikanischen LLC machst, geht man in der Regel hin und kombiniert das mit... Ich verstehe gerade immer noch nicht, warum diese Influencer ihr Video striken konnten. Für welchen Bereich? Mit einer Panama-Betriebsstätte. Wo der Wendler nicht in Florida... Ja, dreimal dürft ihr raten. Das sind halt einfach komplette Charakterschweine. Kanada habe ich schon gehört und das sagt... So Leute, die sich denken, oh, ich ziehe jetzt mal... Aus Deutschland nach Florida und jetzt dürfte mich ja mal finanziell unterstützen. Die Leute sind einfach völlig daneben. Der Artikel deutet das auch so ein bisschen an, dass man dort rein in Kanada aktiv sein kann und eben nicht noch eine Panama-Betriebsstätte dafür braucht, weil die Kanadier sagen, naja, das sind dann Offshore-Einkünfte. Also Einkünfte außerhalb des Festlandes von Kanada, die kommen ja von Deutschland nach Kanada. Ja, ja, ich weiß, wie sie das begründet haben. Ich bin nur überrascht, dass YouTube das akzeptiert. Weil meine Erfahrung mit diesem Thema ist, dass es nur passiert oder nur durchgeht, wenn es um Ton geht und nicht um Bild. Bild finde ich interessant, dass das funktioniert hat tatsächlich. Und die musst du dann in Kanada nicht versteuern. Und das hätte dann einen Vorteil der Kanada LLP gegenüber der US Delaware LLP, weil da muss man immer noch mit Panama zusammenspielen. Vom Grundsatz her sind das Konstrukte, die wir in der Praxis so nicht beraten in der Kanzlei und so nicht machen, aber die sich durchaus plausibel anhören. Und ich kenne auch Kollegen, die haben das so umgesetzt lassen und auch prüfen lassen und das scheint zu funktionieren, ja. Okay. Ja, krass. Dann würde mich als letztes nur noch interessieren, was passiert denn, wenn jetzt so jemand, der irgendwie, weiß ich nicht, 10, 20 Jahre mit diesem Prinzip, im Prinzip in Deutschland keine Steuern bezahlen musste, nach Deutschland zurückkehrt? Also am besten einmal für den Fall, dass er irgendwie viel Geld in der Zeit angespart hat oder für den Fall, dass er komplett pleite ist. Ja, gibt es da irgendwelche Besteuerungen, die dann anfallen oder kann man das einfach so machen, wieder zurückkommen? Das hört sich auch einfach an, es ist noch einfacher, wie es eigentlich anhört. Ja, das kann man so machen, ist die Antwort, weil der Gesetzgeber guckt immer, wenn heute eine Einnahme kommt, in welchem Land musst du die versteuern oder muss die vielleicht in gar keinem Land versteuert werden. Punkt. Dann kommt die Einnahme und dann ist das Thema erledigt.
Wenn die Person 2 Jahre später oder 2 Wochen später irgendwo hinzieht oder zurück nach Deutschland kommt, ist die ja de facto versteuert worden, auch wenn die Steuer null war. Werden diese Einkünfte eben nicht nochmal besteuert. Das wäre ja zu schön, dass du im Land 1 1 Euro verdienst, im Land 2 1 Euro verdienst, im Land 3 irgendwann hast du 10 Euro verdienst, ziehst dann ins 11. Land und das 11. Land will die ersten 10 Euro nochmal versteuern und das 12. Land will dann die ersten 11 versteuern. Also das kann es natürlich nicht sein. Ja? Und so ist es auch nicht. Also wenn du 10 Jahre unterwegs bist und 10 Jahre lang Einkünfte generiert hast, die nicht in Deutschland besteuert werden, kannst du gerne im 11. Jahr nach Deutschland zurückkommen und nimmst die 10 Euro mit und musst die eben nicht nochmal versteuern. Also es gibt da keine Importzölle auf Auslandsgewinne oder so. Ich habe ja vorhin gesagt, in Deutschland kann heutzutage niemand mehr reich werden. Das ist falsch. Niemand, der nicht das entsprechende Mindset hat, der kann reich werden. Du brauchst das Mindset. Das gibt es nicht. Also das ist kein Problem. Wenn du pleite bist, ist das natürlich ein deutsches Problem. Dann kommst du ohne Geld nach Deutschland zurück und hast ja eventuell Insolvenzthema oder ähnliches. Klar, das sollte man versuchen zu vermeiden. Aber du kannst gerne dein gespartes Geld aus dem Ausland mitbringen. Haben wir auch schon 4 Mandanten empfohlen, die eine Geschäftsidee hatten. Die hatten die noch nicht gegründet. Ich habe gesagt, wenn du die in Deutschland gründest, zahlst du deutsche Steuern. Wenn du jetzt auswanderst, kannst du dir im Ausland was aufbauen, die Gewinne niedrig versteuern und wenn du dann zurückkommst, hast du die Gewinne fast steuerfrei, weil das Ausland keine Steuern erhoben hat. Ja, das funktioniert. Okay, und man könnte vielleicht sogar noch davon profitieren, wenn man ja jetzt eine Firma nach Deutschland reinbringt, dass Deutschland einem so... Jetzt, also so langsam frage ich mich, was hat Alicia eigentlich vor? Hat die einen Plan, dass sie jetzt auf das Thema gekommen ist und diese Fragen so intensiv stellt? Da noch steuerliche Vorteile gibt dafür, dass man mit einer Firma nach Deutschland gekommen ist, oder? Dazu habe ich ein Video gemacht bei YouTube auf unserem Kanal. Ja, das ist, der deutsche Gesetzgeber sagt, wenn du ein Unternehmen im Wert von 100.000 Euro aufbaust und du dann mit dem aufgebauten Unternehmen ins Ausland auswanderst, musst du das Unternehmen komplett versteuern, den kompletten Wert, der ja sehr hoch sein kann. Also du kannst als Unternehmer gar nicht richtig auswandern aus Deutschland. Ist das frech? Man ist ja auch noch gefangen. Gedreht sagt er aber, wenn du das Unternehmen, was vielleicht 100.000 Euro Wert hat, vom Ausland mit nach Deutschland bringst, dann kannst du den Unternehmenswert über 15 Jahre abschreiben und zahlst deswegen jedes Jahr weniger Steuern, 15 Jahre lang. Und deswegen wäre es strategisch schon sehr clever, im Ausland ein Unternehmen aufzubauen, was einen sehr hohen Wert hat, und damit dann nach Deutschland zu kommen, um dann den Unternehmenswert abzuschreiben. Steuerrechtlich funktioniert das. In der Praxis ärgert man sich mit dem Finanzamt dann ein bisschen rum über die Höhe. Das Finanzamt wird sagen, ja, das Unternehmen, was du mitgebracht hast, hat doch einen Wert von 0. Und wir werden sagen, das hat doch einen Wert von 100.000. Und dann streitet man sich so ein bisschen und diskutiert. Aber theoretisch, den Wert, den Unternehmenswert, kannst du abschreiben, wenn du nach Deutschland kommst. Ja. Okay. Tja. Alles ist schrecklich. Alles an diesem Thema ist schrecklich. Am besten einfach Beamter werden und sich keine Gedanken über irgendwas machen. Es ist einfach so. Und was ihr jetzt mit diesen ganzen Infos macht, das ist euch überlassen. Vielleicht sagt ihr, Steuern sind eh Diebstahl und wenn ich Reiseblogger wäre, würde ich es genauso machen. Vielleicht sagt ihr aber auch, ich finde das unfair. Wie kann jemand, der hunderttausende Euros mit deutschen Viewern... Beamter hier, stimmt. Great Rock. Du sitzt bestimmt gerade ganz entspannt da und denkst dir so, ha, die sind doch alle verrückt. Man verdient und gut bezahlte Werbekooperationen mit deutschen Firmen macht, die komplette Einkommenssteuer sparen, wenn er die Welt bereist und eine Offshore-Firma gründet. Am Ende des Tages zeigt uns das Beispiel der Reiseblogger, dass es eben oft nicht nur auf harte Arbeit und fest drauf. Es ist einfach krass, wie viel Geld Moral kostet. Das ist echt ein absolutes Luxusaccessoire. Das möchte ich hier mal wirklich als Ausdruck stehen lassen. Moral ist ein sehr, sehr kostspieliges Luxusaccessoire, das man sich leisten können muss. An Glauben ankommt, wenn man seinen Traum leben und finanzieren will, sondern eben unter anderem auch auf einen geschickten Umgang mit dem bösen deutschen Finanzamt. Falls ihr jetzt noch Steuerspartipps braucht, der Kanal von Professor Dr. Christoph Jun ist in der Infobox verlinkt. Schaut da gerne mal vorbei. Meinen Kanal solltet ihr sowieso schon längst abonniert haben. Und wir gehen jetzt an dieser Stelle einfach mal in, ich sag mal, Teil 2 über, schauen uns an, was daraus geworden ist. Dieses Video, das wurde ja nun ein wenig in seiner Ausbreitung verhindert, was ziemlich, wie sagt man so schön, crucial ist. Weil wenn das einfach in der ersten Woche gekillt wird, dann hast du ein Problem. Ja, dann verbreitet sich das auch nicht mehr. Dann das ganze Potenzial, das drinsteckt, ist dann halt einfach für die Katz. Ich finde gerade in dem Video, das war ein ziemlich gutes Video, das war ein sehr schöner Einblick in diese Welt. Ist wirklich sehr traurig drum, dass das passiert ist. Ich denke, sie wird in dem zweiten Teil jetzt ordentlich einschenken dafür. Ich bin gespannt.